Meine Freunde, was kommt an? Nein, heute, meine Freunde. Freunde, wir haben heute unser 1. Dezember, ne? Heute, diesen Monat mit Auseinandergang, Freunde. Wir werden vom 1. bis zum 30. Dezember, Freunde, jeden Tag neue Videos raushauen. Auseinandernehmen, Freunde. Und zwar, heutiges Thema ist, Active hat mir geschrieben, ich habe Bilder bekommen. Und zwar, Active war bei. Ich war in Beverlys bei Kanyavi in seiner Shisha-Bar in Leverkusen. Wie war's? Erzähl mal, wie war Aufenthalt? Ich habe euer Video gesehen. Wie war's? Also fangen wir mal so an. Ich bin mit der Bahn spontan nach Köln gefahren und als ich in Köln war, kam ich ja auf die Idee, wenn ich nicht schon hier bin, warum gehe ich nicht nach Leverkusen und suche mal den lieben Kanyavi und mache ihm eine Überraschung? Weil der wusste gar nicht, dass ich komme. Ich wollte den ja überraschen. Bin ich den Weg gegangen, Bahn, alles Verspätung, dies, das, ich habe mich schon geärgert. Ich habe gedacht, ich schaffe es nicht mehr. Ich bin gerannt wie ein Verrückter, bin zu seiner Shisha-Bar gegangen, habe da normal geraucht, weil kein Mädchen wollte mit mir an den Tag zur Shisha-Bar. Ich bin sozusagen allein hingegangen. Dann habe ich halt da gewartet. Auf einmal sehe ich so, Kanyavi kommt aus der Tür, er sieht mich. Als erstes hat er gesagt, ich muss los. Das war seine erste Reaktion. Der ist. Und danach, nach 5 Minuten, ist er wiedergekommen, hat sein Handy rausgenommen, hat mich gefilmt und so, aller Active, was geht. Und dann hat er mich kurz rausgeholt, hat gesagt, komm, wir machen mal ein cooles Video. Also ich muss dazu sagen, er war sehr freundlich und sehr nett. Herzensguter Mensch. Und der hat sich einen abgelacht und Fresher Guerrero war auch dabei. Wir haben so Fax geschoben, kurz gedacht und ja. Und der macht auch gute Burgers. Echt? Wie war's denn? Erzähl mal, wie Ja. war euer Tag so? Wie war dein Tag dort? Erzähl mal so. Der Tag war dick lachkig. Er hat noch über dich geredet gehabt, dass du auch mal dort warst angeblich. Ich weiß nicht. Und hat gesagt, ja, Seko, auch korrekter Typ, lustig. Der soll mal auch mal wieder hierher kommen. Also richtig lustig auf jeden Fall. Ich war kurz mit Kanyang, wie auch Shisha rauchen. Der hat mir auch Burger gegeben. Auf jeden Fall hat er mich eingeladen. Ich musste nicht bezahlen. Ich hätte bezahlt, aber er hat gesagt, er lädt mich ein. An dieser Stelle, danke, Kanyavi, wenn du das siehst, ja. Ich küsse doch dein Herz so. Auf Warte, jeden Fall. du hast doch gesagt gehabt, dass du irgendwie gegen ihn kämpfen wolltest, weißt Ja, du ich noch? hab's gesagt, aber ich hab's nur gesagt, damit ich Aufmerksamkeit bekomme und damit er selbst reagiert, weil ich selber keinen Bock auf den Boxkampf hatte, weil, jetzt mal ehrlich, der ist so groß wie ich, aber gebaut wie ein Puh, Digga, mit dem willst du wirklich nicht kämpfen, ja. Aber. Ich habe das nur gesagt, weil ich wollte nur, dass Kanyari auf das Video reagiert. Voilà, und das war mein Ziel. Und an dieser Stelle sage ich auch nochmal Entschuldigung, Kanyari, wir müssen nicht boxen. Aber ich hätte schon Bock drauf. So ist es ja nicht. Ja. Und Mama Afrika, warum bist du nicht mitgegangen? Ich dachte auch, du gehst mit. Warum hast du Probleme mit Kanye oder was? Immer noch. Nein, an dem Tag hatte ich einfach keine Zeit und mir ist zu weit weg, wo sein Shisha-Bar ist. Würdest du mal in seine Shisha-Bar hingehen? Wer weiß, vielleicht irgendwann, wenn ich Zeit habe. Wirst du ihn überraschen? So Ich wie ich weiß von nicht, ob er Hitchcock. mich wieder erkannt. Du bist auch fälliger als ich, weißt du? Viele erkennen mich Nein. nicht wieder, wenn die mich Stadt Aber du sehen musst oder ihn mal überraschen. Das, ja. Leute, morgen kommt noch ein Video online, wo wir in die Stadt gedreht haben, wo auch Active nochmal Ansage in Kanyavi gemacht hatte. Und Ah, ja. Mama Afrika hat ja auch Ansage kurz an Kanyavi gemacht gehabt. Du meinst ja auch irgendwie, dass er scheiße mal über dich so reagiert hat. Weißt du noch, diese Zeiten da? Nein, Bei. wegen Stimme war das und der hat sich entschuldigt und das fand ich von ihm auch korrekt. Ja, eigentlich, das war's. Stark auf jeden Fall. Active, ich frage dich mal, würdest du Beverlys weiterempfehlen oder sagst du, nee, niemals? Natürlich würde ich das empfehlen. Das war echt eine gute Shisha-Bar. Ich sage es nicht nur so wegen Kanyavi, es war auch so gut gewesen. Man kann sich nicht beschweren. Yavis Burger, Digga, beste. Alles ging nur um Kanyavi an den Tag, Walla. Und wie war's mit den Tools? Hast du paar das dort geklärt oder sagst du niemals? Nein, ich habe ihnen erklärt, wie meine Situation ist, was ich habe halt. Und ich habe ihnen halt erklärt, wir haben geredet. Klar hätte ich mir gewünscht, so ein bisschen mehr Zeit mit ihm zu verbringen, so Videos drehen, keine Ahnung, Lachkick, Pranks machen, wenn du Eier hast. Aber der war ja auch sehr gestresst und ich wollte auch nicht so stören und ja.
Und ich habe eine Frage an dich, Ektüben, damit Leute auch wissen, was hast du denn? Was hast du für eine Krankheit, sag ich mal? Ich? Ja. Ach, Dings. Ich habe seit Geburt an Epilepsie. Das ist, wenn man so Gehirnstörungen hat und dadurch löst das halt so Anfälle aus. Mein letzten Anfall, zum Glück, hatte ich, als ich 3 Jahre alt war, also ist schon 18 Jahre her. Ich nehme auch Medikamente, wenn man es sieht. So, die heißen Du musst Pednidone. Ja, die nichts. Leute glauben mir sonst nicht, weißt du? Sonst sagt, Ja, scheiß drauf. weißt du? Steht doch dokumentiert, Digga. Ich muss den Leuten was beweisen, sonst glauben die mir nichts, weißt du? Echt, du musst den, Amen. du musst keinem was beweisen. Zum Beispiel, ich habe auch gesehen, in der Stadt, in Frankfurt, wurdest du von sehr vielen Leuten ausgelacht. Weißt du noch, wo ich nicht an dem Tag, sondern vor ein paar Wochen, wurdest du von sehr vielen Leuten ausgelacht. Was war der Grund? Ja, ich weiß nicht. Guck mal, ich will hier keine negative Energie oder irgendwie zu sein. Ich lache drüber, klar, ein paar Sachen tun zwar noch weh so, aber es ist mir im Endeffekt so egal eigentlich, ja. Ich sag ja selber deswegen, ich bin ja selber, also diese auffälligen Videos bei Punky Monkey, wo die Leute gedacht haben, Wallah, so, cringe, so haben die gedacht. Aber liegt daran auch, weil nicht wegen einer Krankheit, ich bin halt so und ich mag es halt so, verrückt zu sein. Es kann man so sagen, lebe vielleicht in meiner eigenen Welt, aber ich will die Leute im Endeffekt nur unterhalten und einfach nur Lachkick schieben, mehr nicht. Besser als irgendwie, keine Ahnung, mit jedem Beef zu haben oder so. Ja. Und diese Beef-Sachen, ja, jetzt kommen Leute, aber du hast doch Beef auf Instagram. Ja, aber ich mache diese Beefs, weil ich euch unterhalten möchte. Ich meine die Beefs selber nicht ernst. Ich mache diese Beef so Lachkick, so wie ABK. So, ich weiß es nicht ernst gemeint. Ist ja klar, gibt es bestimmte Grenzen, aber ey, im Endeffekt ist es noch Unterhaltung. Genau, das finde ich auch sehr, sehr gut. Und wie heißt das? Du, warte mal, du hast mir geschrieben, du fährst nach Berlin, ne? Du hast mir geschrieben, du fährst nach Berlin. Und von Berlin bist Ja. du extra nach Köln gefahren, meinst du? Nur für Kanyavi. Ja, nee, ich war an den Tag in Berlin, weil ich eine Chaya besuchen wollte. Aber die hat mich im Stich gelassen. Die hat erstmal gesagt, ja, wir treffen uns und habe da 2, 3 Stunden gewartet, die ist nicht gekommen. Und dann bin ich von Berlin aus nach Kanyavi Shisha sagen. Von Berlin nach Köln und von Köln nach Leverkusen. Warte, eine Frage. Du fährst von Frankfurt nach Berlin und wirst Ja. dort im Stich gelassen. Ja, ist Standard bei mir. Ich bin ja Korpsmann Nummer 1, wie gesagt. Nein, aber ich mochte das Nein, Mädchen halt. eigentlich. Man macht einfach sowas nicht. Du bist Ja, aber ich. extra von Heidelberg von Frankfurt nach Berlin Ja, von gefahren Frankfurt. und die hat dich im Stich gelassen. Und sowas macht man einfach nicht. Wie dumm Ja. kann man auch sein? In Heidelberg bin ich oft, deswegen, wenn du dich gerade fragst, Heidelberg, das ist da, wo ich halt mit Freunden bin und wo ich auch Ja, ich als. weiß, ja. Du weißt. Du, warte mal, Ja, wo ja. wir schon mal Wo ich waren, gefahren war, das verstehe ich gerade. Du bist 700 Kilometer gerade nach Berlin gefahren, um dort im Stich gelassen. ja. Ja, ich Wie? hab's gemacht, aber egal. Ich schieb mir auch keine Hoffnung mehr. Ich hab die Hoffnung aufgegeben, weißt du? Das ist jetzt schon das fünfte, sechste Mal, dass ich da einfach nicht gekommen ist. Kein Bock mehr. Bock nicht. Aber warum hast du die nicht angerufen? Warum hast du nicht versucht zu erreichen oder irgendwas? Wir haben ja nicht nur über Insta geschrieben, wir haben ja über WhatsApp geschrieben und ich hatte ja ihre Nummer. Aber ich habe sie angerufen, sie ging nicht ran, sie ging nicht ran. 2 Tage später hat sie mir gesagt, sie lag im Krankenhaus und sie hat eine Beziehung. Was ich auch nicht. Ja, das war scheiße, Digga. Weil ich habe mich schon so auf sie gefreut. Das ist echt gerade, also ich sage dir ehrlich, schon sehr, sehr traurig auf jeden Fall. Aber hoffentlich habt ihr es zwischen euch geklärt, weil du bist ja 6, 7 Stunden gefahren dafür. Und Ja. ja, also das war eigentlich das Thema, Freunde. Heute ein bisschen auf ganz 1. Dezember. Auf jeden Fall, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Da wenn ihr noch weiter drüber seht mit ActTube, mit Daumen Afrika sehen wollt, Freunde, lasst einen Daumen nach oben. Da wollt ihr noch was sagen? Passt auf euch auf, bleibt gesund und Ja, Freunde, stay negative. bis zum nächsten Mal, Freunde. Sweet. Ja.